Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders. Would lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck. But she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress. And I love the way she looks in my eyes. And I feel like Morning und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Teil meiner Living Alone Experience Reihe. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin heute mit richtig guter Laune aufgestanden. Die Sonne scheint, es ist heute so richtig frühlingshaft und ich freue mich total auf den Tag heute. Irgendwie freue ich mich einfach, wenn es ist so toll, wenn die Sonne hier so schön reinscheint. Ich wollte mit euch passend dazu ein Outfit raussuchen und ich habe vor ein paar Tagen ein Paket von Armed Angels bekommen. Die haben nämlich gerade eine neue Kampagne, Line and Pants. Also ich liebe Leinenstoff im Sommer und das wollte ich euch zeigen. Und zwar finde ich, eine Leinenhose ist so ein richtiges Must-Have im Sommer. Und bei Armed Angels gibt es die perfekten aktuell. Ich ziehe die mal an. Und ich habe das mitbekommen, aber ich habe in der Armed Angels Cabbie gelebt in Australien und ich habe mir jetzt eine neue bestellt und ich liebe die. Die ist schwarz und da steht drauf Something is wrong, verkehrt herum. Richtig toll. Und passend dazu habe ich dann auch noch das perfekte Oberteil. Ich bin aktuell so ein bisschen obsessed mit so Low Rise und längeren Oberteilen. Ich finde, das sieht einfach immer toll aus und das ziehe ich jetzt an. I love it. Die Hose ist auch so ein bisschen Low-Rise, finde ich so toll. Oberteil auch. Armed Angels ist nachhaltiger und produziert ohne giftige Chemikalien. Und die Teile von denen sind wirklich extrem hochwertig und langlebig. Und ich habe einen richtig tollen Rabattcode. Und zwar könnt ihr mit dem Code DAILYVANIA 15% sparen. Habe euch alle Infos auch nochmal in die Infobox geschrieben und auch die Teile verlinkt. Und auch die Seite von Armed Angels verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Das gilt auf nicht reduzierte Teile, aber es lohnt sich extrem. Ich habe die Jeans von denen so lange schon. Die heben wirklich Bombe. Sehen immer noch toll aus, verziehen sich nicht. Und auch die Leinensachen bin ich obsessed damit. Gerade das Oberteil, ich finde, das ist perfekt. Das ist genau das, was ich immer wollte. So ein Oberteil, was einfach sitzt, was richtig, richtig sich weich anfühlt, sich gut anfühlt. Und ja, richtig hochwertig, auch für den Sommer nice. Und schaut unbedingt mal bei deren Leinen- und Pants-Kollektion nach. Liebt die Sachen. Und ja, das ist jetzt mein Outfit für den Call. Ich habe jetzt gleich ein Telefonat mit meinem neuen Management tatsächlich. Ich habe Management gewechselt, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ist jetzt auch vor kurzem passiert. Ist auch eine schwere Entscheidung gewesen von mir, weil ich echt immer super schwierig finde, Tschüss zu sagen zu jemandem. Beziehungsweise so schwierige Gespräche zu führen und so, aber ich bin richtig stolz auf mich. Also ich wollte generell ja in meinem Leben einfach so ein bisschen aufräumen, schauen, was mir gut tut, was mir nicht gut tut, was ich verbessern kann und da gehören schwierige Entscheidungen dazu. Und eins davon war eben Management zu wechseln. Ich bin jetzt in dem gleichen Management wie Pauline drin. Das heißt, es passt ja eigentlich auch richtig toll auch mit unserem Podcast und ich glaube, das ist jetzt echt auch ja voll der gute neue Schritt. Und freue mich darauf und ich habe jetzt eben gleich dieses Management-Gespräch, da bin ich auch schon sehr excited und das Wetter ist halt toll, richtig schön einfach, oh mein Gott, ich liebe das. Ich fahre dann heute auch Nachmittag zu meiner Mama und heute am Abend wollte ich mir so einen richtig tollen Abend alleine machen, also so einen richtig, richtig nicen Abend, wo ich vielleicht auch was backe. Ich hätte Lust auf Zimtschnecken, dass ich das mache. Das wäre eigentlich schon sehr cute, wenn ich, also hätte ich richtig Lust und nebenbei vielleicht eine Serie anmachen. Dann gehe ich heute noch ins Gym und ja, mal schauen. So ein bisschen Solo-Date-mäßig Abend.
wollte ich mit euch zusammen verbringen. Genau, ich mache mich jetzt noch ready und dann geht's los. Ich muss euch ganz kurz meine Obsession sagen. Magertopfen, eigentlich mische ich das dann nochmal mit Joghurt, aber ich habe leider keins da. Und Passionsfrucht, das ist toll. Und da ist super viel Proteine. Ja, ich achte zwar nicht wirklich auf Proteine, aber ich versuche ein bisschen und freue mich sehr. Das mixe ich jetzt. Sieht jetzt zwar nicht so krass ästhetisch aus, aber schmeckt richtig gut. Das Managementgespräch war richtig, richtig gut. Ihr seht, ich habe mich jetzt gleich schon in meine Sportklamotten geschmissen und gehe jetzt ins Gym, damit ich das heute wirklich noch mache. Weil ich möchte unbedingt ins Gym gehen, aber ich weiß, wenn ich es immer weiter rausschiebe, mache ich es nicht. Deswegen gehe ich jetzt, ich trainiere meine Beine, freue mich da richtig darauf. Ist immer, immer, immer nice, so ein Training zu haben. Und ja, ich würde sagen, let's go! Ich fahre jetzt zu meiner Mama. Ich freue mich richtig. Ich wollte jetzt auch meinen Laptop mitnehmen und ich wollte bei ihr so die ganzen erwachsenen Dinge machen, die ich weggeschoben habe, wie die Tiefgarage kündigen. Ich habe das immer noch nicht gemacht, Leute. Es wird so Zeit. Aber ganz ehrlich, es ist egal, wenn man da Hilfe braucht. Also ich brauche nicht mal Hilfe. So, ich weiß, es ist nur eine Mail, aber ich brauche gerade mentale Hilfe, weil es ist schon ein Riesen-Step gerade für mich. Und das ist okay, wenn man da jemanden braucht, der daneben sitzt und das zusieht und sagt, do this. Und das mache ich jetzt. Ich fahre jetzt hoch, erledige das ganze Zeug, dann habe ich das mal von meinem Kopf runter. Es sind wirklich nur Mails, aber das hat mich so mental überfordert. Total weird. Und meine Pläne haben sich auch gerade geändert. Und zwar besucht mich heute am Abend meine Nichte. Das heißt, es wird jetzt kein Solo-Abend, aber ich freue mich voll drauf. Die war schon so lange nicht mehr hier. Meine älteste Nichte, ich habe 3 Nichten und einen Neffen. Meine älteste Nichte, die wird jetzt 15, die kommt jetzt heute zu Besuch und dann wollte ich mit ihr Zimtschnecken backen und ja, ich freue mich voll. Habe schon lange nicht mehr so ein Sleepover-Night-Ding gehostet. Es ist zwar kein Sleepover, aber so eine Nacht gehostet und da freue ich mich sehr. Muss ich danach noch einkaufen gehen und das ist mein Outfit. Ich sehe ein bisschen aus wie so eine Rapperin und fahre jetzt gleich los. Also halt wirklich ein bisschen mit der Cappy und mit dem und ja, aber ich mag das Outfit. Und ja, los geht's! Would lie to you, didn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up. When we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's putting all of her cards down on the table, knowing there's no way that she'll be able to win this one.
But she's somebody else in the making. First, she's just gotta stop all the faking. And she'll be there. But she's wondering if it's gonna feel like she's forever. Wondering if it's gonna feel like she's whenever she leaves her safe space. She leaves her safe space. Wondering if it is forever, or is there some place that will make her feel better? Leute, ich habe den ganzen Abend nicht gefilmt. Ihr habt vielleicht ein bisschen mitbekommen. Ich habe hier Zimtschnecken gemacht. Ich zeige es euch gleich. Ich bin nämlich den ganzen Abend mit meiner Nichte, mit Lena zusammen. Wir reden den ganzen Abend. Ich habe nebenbei eben so ein paar Zimtschnecken gemacht. Die schauen richtig toll aus. Ich bin so gespannt. Das ist das zweite Mal, dass ich Zimtschnecken mache. Und irgendwie, ich mag backen eigentlich. Ich bin nicht so die talentierte Bäckerin. Aber wenn ich es dann mache, dann mag ich es voll. Ist toll. So sehen die aus. Also die sind jetzt noch nicht fertig gebacken. Hier ist die Glasur. Ich habe die bei einfachbacken.de das Rezept gesucht. Ich kann euch das mal verlinken, aber einfach, ich gebe dir einfach immer einen Zimtschnecken einfach und dann kommt das Rezept. Genau, so sieht das aus. Leute, schaut euch mal an, wie gut die aussehen. Ich weiß noch nicht, wie die schmecken, aber die sind so toll geworden. Und hier ist die Glasur. Muss ich dann noch raufgeben? Ich glaube, zuerst mal auskühlen lassen. Der ist ein bisschen ausgeartet. Aber die sehen so toll aus. Heute ist ein neuer Tag. Ich habe euch noch gar nicht erzählt, dass ich heute was Cooles filmen gehe. Ich bin hier am Aachensee und zwar bin ich hier mit einem Videografen, der mir hilft für ein Projekt, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wann das online kommt, ich glaube aber noch nicht, das ist eine kleine Überraschung, so ein kleines Video zusammenzuschneiden und es ist wirklich traumhaft schön. Ich habe heute gar nicht so viel gefilmt. Ich habe heute etwas Cooles gefilmt für euch, wo ich schon ganz, ganz viele Fragen immer bekomme. Und ich habe dann eine kleine Überraschung für euch. Erwartet euch nicht so viel. Ich habe immer so Angst, dass ich so viel Erwartung in euch reinpflanze. Mein Kopf ist irgendwie ein bisschen durch heute. Aber erwartet euch nicht so viel. Aber ich glaube, ihr werdet euch freuen. Es ist nämlich was Cooles, was im Mai kommt, wiederkommt. Vielleicht könnt ihr es verstehen. Ich habe ein paar Nachrichten bekommen. Auf jeden Fall wollte ich mit euch ein bisschen reden. Ich habe Redebedürfnisse. Ich rede heute echt zum Blödsinn, Leute. Es tut mir leid. Ich bin ein bisschen echt durch. Aber auf jeden Fall, der Dreh heute war richtig, richtig gut. Ich bin dann nach Hause gekommen und irgendwie habe ich mich so lost gefühlt und so überwältigt. Ich habe mich gerade so richtig überwältigt gefühlt, weil meine To-Do-Liste, die reicht bis zu meinem Badezimmer rüber, wirklich. Und ich habe aktuell keine Kraft, das zu machen. Ich bin so, ich fühle mich gerade nicht so antriebsfreudig. Und ich glaube, dass es komplett normal ist, wenn man etwas verarbeitet oder wenn man etwas Mentales, eine mentale Last auf sich hat, dass man dann weniger Kraft für so Alltagssachen hat oder auch für seine To-Do-Liste. Und mich hat so ein richtiger Schwall an Überforderung überkommen. Und ich war dann so, ich habe gelernt, damit umzugehen. Und ich finde, manchmal ist es so schwierig, wenn man da drinnen steckt in dieser Überforderung, dass man dann rationale Gedanken fassen kann und sich dann selber weiterhelfen kann. Weil manchmal bin ich dann einfach so, oh mein Gott, ich bin so ein schlechter Mensch, ich komme nicht hinterher, ich antworte meinen Freunden nicht so schnell. Jeder erwartet irgendwas von mir und ich kann aber gerade nicht so viel geben, weil ich einfach gerade nicht so viel Kraft habe. Und ich habe mir dann gedacht, wait. Ich habe gelernt, wie ich mir am besten helfen kann. Und
Dann bin ich los, ich bin sofort rausgegangen und habe mir ein Fahrrad geschnappt. Ich habe das noch nie gemacht. Und zwar gibt es hier solche Stadtfahrräder. Dann habe ich mir so ein Fahrrad geschnappt und bin gerade beim Sonnenuntergang so herumgefahren. Und ich war dann so, oh mein Gott, ich habe dann auch noch meine Kopfhörer aufgehabt und habe so meine Australien-Playlist gehört. Und es hat mir gerade so viel gegeben, weil ich mir gedacht habe, so krass, ich habe so viel dazugelernt, ich habe so viel gelernt, wie ich mir am besten helfen kann. Und manchmal, wenn man, also bei mir war das total oft so, dass ich mich so schnell in irgendwie so ein bisschen Selbstmitleid reingeschmissen habe und mir gedacht habe, so, und mich so richtig schlecht geredet habe, und dann sind diese negativen Gedankenspiralen entstanden. Und das hat mir noch ein schlechteres Gefühl gegeben. Und deswegen, ich sage euch das so oft, Leute, aber es ist, ihr müsst das wirklich mal umsetzen, weil es verändert das Leben, wenn man lernt, mit sich selber umzugehen und wenn man lernt, wie man sich selber am besten helfen kann, weil man ist auf niemand anderen angewiesen, wenn man weiß, wie man sich selber irgendwie so aufrafft wieder. Ich habe mir dann gedacht, dass ich nicht so streng zu mir sein darf, weil ich gerade so viel habe in meinem Leben und es okay ist, wenn ich mal weniger sozial bin oder wenn ich mich weniger bei Freunden melde oder wenn ich mich nur bei den Leuten melde, die mir gerade viel geben, im Sinne von, dass ich einfach gerade so schauen muss, wer in meinem Leben ist und wer meine Energie nimmt und wer mir Energie gibt und so weiter. Dass es auch ganz normal ist und auch okay so ist. Und man ist manchmal so streng mit sich selber, so streng. Und ja, das war jetzt gerade mein kleines Learning, das wollte ich mit euch besprechen. Auf jeden Fall habe ich jetzt dann auch noch ein Paket abgeholt. Und das seht ihr dann morgen. Aber die Sachen sind so toll, es ist eine Kooperation. Und falls ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr es wahrscheinlich eh schon gesehen, beziehungsweise es ist Teveo, Leute. Teveo. Ich zeig's euch. Ich zeig's euch einfach. Wieso soll ich es euch nicht zeigen? Ich zeig's euch. Leute, ich habe einfach mit Teveo eine Kooperation. Ich kann's nicht. Ich kann's echt nicht glauben. Und so habe ich einmal diesen Sport-BH bekommen, rückenfrei. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin richtig happy. Dann einmal diesen schwarzen, rückenfrei. Dann habe ich einmal diese Hose. Ich frage mich so sehr. Dieses Oberteil. Und dieser Pulli. Leute, ich bin so happy. Für alle, die mir lange folgen, ich wollte schon so lange mit Teveo zusammenarbeiten. Und ich bin jetzt einfach ehrlich zu euch, weil ihr alle meine Freunde seid. Das ist eine Testkooperation. Das bedeutet, noch so richtig habe ich sie noch nicht überzeugt, aber vielleicht schaffen wir es gemeinsam. Falls ihr irgendwann mal was bei Teveo bestellen wolltet, dann nutzt gerne meinen Code. Auf Instagram sollte der noch drauf sein. Schaut da gerne mal vorbei. Und sonst schreibe ich euch den irgendwo hierher. Ja, ich liebe die Sachen. Ich bin obsessed mit denen. Und falls ihr da bestellen wollt, dann könnt ihr ja gerne meinen Code verwenden. Und vielleicht seht ihr die Sachen dann öfter auf meinem Kanal. Auf jeden Fall vielen Dank an euch, weil ich weiß, dass ein paar sogar Teveo geschrieben haben, was krass ist. Was einfach Community Goals ist, wirklich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber ja, genau. Ich räume jetzt die Wohnung auf, weil ich habe richtig viel herumliegen. Ich hatte ja heute diesen Videodreh und hier habe ich die Sachen ausgebreitet. Das heißt, das mache ich jetzt, auch die Wäsche noch. Mache jetzt einfach ganz entspannt ein bisschen Hausarbeit und muss heute am Abend noch ein bisschen Video schneiden. Good morning! Leute, ich habe die Sachen von Teveo an und ich bin obsessed. Ich zeige es euch gleich. Ich bin gerade aufgestanden, habe mir einen Kaffee gemacht und habe gerade schon mit meiner Mama telefoniert. Mein Privatleben, Leute, sieht aktuell wirklich, ja, drunter und drüber aus. Ich spreche auf Social Media nicht von meinem Privatleben oder von anderen Menschen. Ich sag's euch, aktuell ist es richtig viel für mich zum Verarbeiten und richtig viel vor allem für mich selber einzustehen, was ich aber gerade gar nicht so schlimm finde. Und vor allem habe ich auch eine Entwicklung von mir schon so ein bisschen mitbekommen, was mich sehr stolz macht. Und zwar habe ich, wenn ich normalerweise eine Nachricht erhalte, wo Vorwürfe drin sind, dann war ich normalerweise immer so, dass ich mein ganzes Leben überfragt habe und mir gedacht habe, so, oh mein Gott, ich bin der schlechteste Mensch aller Zeiten und ich habe so richtig negative Selbstzweifel bekommen. Und mittlerweile
bin ich so, ich weiß genau, ich bin ein sehr selbstreflektierter Mensch. Ich würde nie andere Menschen verletzen. Ich habe ein richtig gutes Herz. Und manchmal sind auch einfach die anderen Personen falsch. Und manchmal ist es auch einfach nicht deren Recht, über mich zu urteilen. Und ich, es macht mich irgendwie total stolz, dass ich so das aufgebaut habe innerlich. So ein bisschen einfach, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß genau, dass ich gute Werte habe und dass ich die besten Intentionen in andere Menschen habe. Und wenn jemand mein Herz nicht sieht, dann ist es nicht meine Schuld. Und das macht mich happy, auch wenn es gerade richtig viel ist für mich, aber es macht mich sehr happy. Ja, genau. Ich mache mich jetzt fertig, ich wollte dann ins Gym gehen. Ich habe heute einiges vor, meine Liste ist wieder sehr, sehr lang. Aber ich versuche mich nicht stressen zu lassen. Ich mache heute Oberkörpertraining. Ich zeige euch mal ganz kurz das Outfit von TVO. Ich fühle mich so krass wohl in den Sachen. Ich mache mich jetzt fertig, muss dann noch eine Kooperation abdrehen und dann geht's los ins Gym. Ich freue mich. Ich habe mir diese Acai Bowl jetzt noch geholt. Ich mache die jetzt. Ich bin super gespannt, ob die rankommt an die von Australien. Die sieht so aus von innen. Da sind auch noch Erdbeeren mit dabei. Kiwi, Bananen. Sieht auf jeden Fall nice aus. There's no way that you'll be able to win this one. But she's somebody else in the making. First, she's just gotta stop all the faking, and she'll be there. But she's wondering if it's gonna feel like she's forever. Wondering if it's gonna feel like this whenever she leaves her safe space. She leaves her safe space. Wie toll sieht das aus? Richtig, richtig toll. Auf jeden Fall mache ich jetzt einen Taste-Test mit euch. Ich bin super gespannt. Ich hatte noch eine Passionsfrucht. Hier das Müsli ist von Aldi, also Hofer, und dann noch eine Banane. Yes. Taste-Test. Die finde ich fast besser. Aber die schmeckt nicht so krass nach Australien Acai Bowl. Aber die ist auch echt richtig krass. Und einer von euch hat mir den Tipp gegeben, einen Proteinpulver mit reinzumischen. Das muss ich auch unbedingt mal machen. Hatte ich jetzt nicht da, aber ich glaube, es ist auch echt nice, um so ein paar Proteine noch dazu zu bekommen. Genau. Das ist jetzt mein Stadtoutfit. Es ist so warm draußen. Ich habe einfach so einen Bulli drüber gebunden. Das Oberteil ist ganz, ganz alt. Das mag ich aber total gar nicht. Ich glaube, das war mal von H&M. Die Hose ist von Australien und der Pulli ist von TVO. Das ist übrigens mein zu Fuß Gehweg in die Stadt. Ich habe kein Busticket und auch kein Auto mehr. Das ist schon pretty. Hier ist übrigens die Hauptuni. Hier ist auch eine Uni. Und hier hinten ist die chemische Uni. Also da habe ich auch mal studiert. Ja.